Ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Dass das Ding immer kommt, wenn man zu schnell auf Play drückt, verstehe ich gar nicht. Was möchtest du uns sagen? Zeit zu gehen. Ich finde es immer witzig, wie der LKW, wenn du aus dem Menü rausgehst, einen kurzen Moment noch steht, solange bis diese Einblendanimation zu Ende ist, sich aber die Scheibenwischer schon in der Zeit bewegen. Das wirkt irgendwie ein bisschen komisch. Hallo, lieber LKW. Danke. Heißt aber nur mal ein bisschen freundlich in deren Spur grätschen und schon passt alles. Ja, wo ist das LKW? Wie die LKW gar nicht. Ja, war wohl richtig. Das hier. Achso, kein Mini. Was auch immer. Gebäude, Line. Biege nach links ab. Der Brennerpass. Okay. Ich dachte, die zeigen ein bisschen so die Wälder oder sowas oder die Berge oder. Aber lest nur jetzt hier die. Das ist ja. Wow. Ah! Geht doch.
Ich glaube, hier ist was falsch. Laut dem Schild unten darf ich nur 50 fahren. Als ob. Weil der LKW da vorne fährt auch 80. Hä? Was ist hier verkehrt? Ah, jetzt ist wieder 80 angezeigt. Ja, suspekt das Ganze. Sehr suspekt. Die Berge da hinten wirken aber wirklich sehr nicht schön ausgearbeitet. Weiß ich ja nicht. Oder müssen wir nach links, ja, ne? Also laut den Schildern geht die rechte Spur ab. Und wir müssen zur vorne aber geradeaus. Ach nee, geht sie nicht. Okay. Sind nur schon wieder die Schilder irreführend. Thank you.
Bombardier. Okay, bin ich auf der anderen Spur. Easy. Bitte links halten. Okay, lass uns eine neue Route finden. Die ganze Zeit nicht gefahren. Ja, moin. Kommt doch mal aus dem Pushen hier, ey. Das ist ja schlimm.
mal vergessen, wenn wir hier unsere ja, schicken ganzen Markierungen. Ja, weil ein bisschen mehr Licht als bei ATS. Da ist die Straße hell. Dann würde ich mal sagen, dann sehen wir uns nächste Folge dann wieder, wenn es dann heißt, die restlichen Kilometer schrubben.